Willkommen zurück zu Final Fantasy X. So, ich hatte mich nochmal belesen gehabt im Internet, wie ich Anima beschwören kann. Die ist jetzt schon da, ihr seht sie halt gerade nicht. Hoppala, mein Mikro. Ich stehe nämlich gerade ein bisschen weiter drinne, deswegen sieht man sie nicht. Und man musste im Gebirgsinneren, wo man diese Prüfung machen musste mit Riku, Tidus und Walker, musste man mit Walker, wo man dieses Zielschießen gemacht hatte, noch einmal machen. Und wenn man halt das Innere von diesem Ding, was da rumwirbelt, mit dem Ball getroffen hat, erscheint Anima. So, Anima ist jetzt erschienen und wir versuchen diese uns mal vorzuknöpfen. Ist problemlos gerade. Ich weiß nur nicht, wie gut das funktionieren wird. Denn ich habe natürlich auch eine kleine Taktik gelesen gehabt, wie man sie am besten sich vom Halse halten sollte, dass man nicht drauf geht. Aber die beste Wahl ist halt, wie gesagt, immer noch Zamato. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das regeln werden. Ich habe keinen Plan, ey, wie ich das machen soll. Weil hier haben wir sie. Anima, ja, hat 8 Millionen Leben, habe ich gelesen. Und der Richter hat dann nochmal 4 Millionen drauf. Also das ist schon zweimal eine Hausnummer. Anima, die dunkle Bestia. Hey, so. Ich habe gelesen, mit Basteln kann man eine Ultra Potion herstellen. Nur wie ich die herstelle, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, zweimal mit Mega Potion. Wirklich sicher bin ich mir dann nicht. Deswegen lassen wir es erstmal sein. Und benutzen dafür mal. Habe ich davon überhaupt noch was da? Wartet mal. MP-Pille. Drei Gestirn. MP-Verbrauch. Die Gruppe. Ja, genau. So. Und dann war noch irgendwas. Da konnte man. Ah, hier die HP verdoppeln, genau. HP Wundermittel. Richtig. Also man soll die irgendwie über 40% halten. Die Lebenspunkte über 44%, wenn ich mich nicht sogar irre. Benutzen Heilwasser. Das wird lustig. Ich glaube, einmal kann ich es noch. Wartet mal, war was da? Oder? Ja. Gut, jetzt haben wir das wenigstens schon mal voll und ich werde aber trotzdem erstmal auf Schutzengel gehen, denn ich weiß nicht hundertprozentig. Hundertprozentig nicht mehr, was die genau kann. Ich weiß, die kann wie das Magus-Trio so ein Mega-Gravitation machen. Aber wir werden erstmal sehen, wie das anstellen hier. Ach so, Rapidschläge habe ich gelesen, sollte man am besten einsetzen. Ja gut, wartet mal. Rapid. Warum was denn? Ja. Rasch ging damit flinken Hieb. Wundert mich, dass wir eigentlich nicht Retardschock einsetzen sollen. Na gut, das wirkt sich ja bloß auf den Gegner aus. Und Blitzballgott sowie Angriffstee machen halt zu wenig Schaden, heißt es im Guide. Deswegen sollte man sich da besser in Acht nehmen. Wir haben jetzt doch einen Fluch auf uns. Kann man denn nicht das einfach mit Weihwasser wegmachen? War das Weihwasser? Ich glaube, ne?
Lass bloß mal gucken. Hier. Fluch, tatsächlich. So, das ist weg. Gut. Nö, dann greifen wir ganz normal weiter an hier. Mit Rapidschlag. Denn je besser das funktioniert, desto leichter können wir diese nämlich down. Und ich habe natürlich gelesen gehabt, wie ich von Shiva und von Exion die Schadensgrenze erhöhen kann. Bei Xion ist es ein bisschen schwierig, denn ich brauche dort die Solaris-Waffe von Kimari und dieses halbwegs schwer zu beschaffen, was bei was bei Lulu halt nicht so wirklich schwierig ist. Denn dort kann man die recht leicht besorgen. Das werden wir vielleicht mal machen, wenn ich das offline hier durchziehe. Aber erstmal hier uns wieder ordentlich hochheilen. Gut, wir hätten jetzt eigentlich auch mal... Ach, was mache ich denn? Bin ich bekloppt? Wir hätten ja die Ult-Fähigkeit jetzt von Rico einfach mal einsetzen können. In der Mega-Gravitation, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht gehabt. Gut, war ein bisschen blöd. So, der hat gleich Chaos D voll. Schmerz. Schutzengel sei Dank. So, wieder Schutzengel. Benutzen Heilwasser. Komplettheilung. Wird nicht viel bringen. Ach doch, wartet mal. Wir machen es mal anders. Wir werden erstmal weiter drauf einhauen auf das Teil, bis wir den letzten Schlag besitzen, denn dann kann man nämlich Yuna rufen. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt rufen wir Yuna und opfern dafür Xion. Da ist mir halt jetzt auch egal, ob der Ekstasefähigkeit hat oder nicht. Oh. Und hier kann man natürlich die Ult nochmal richtig schön bestaunen. Sankt zieht weniger ab, als ich gedacht hätte. Okay. Wir sollten auf jeden Fall Rico gleich nochmal voll heilen, wenn wir schon mal die Chance haben. Ich werde aber erstmal den Pitschlag nochmal machen. Jetzt mich erstmal voll heilen, warum war es hier Vigra? Oh. Funktioniert das einfach nicht mehr? Tatsächlich. Ach stimmt, die ist ja gestorben. Spezial benutzen. 3 gestorben war das, ne? Oder wir nehmen 2 gestorben. Das würde auch gehen. Genauso wie HP-Pille. Nee, das war ja benutzen wieder. Meine Güte, ich komme immer durcheinander hier.
MP. Waren wir's? Da, MP-Pille. Nee. 2 Stunden. So, das tauschen wir gleich mal aus mit Wechseln wieder. Gehen auf Weiß, Magie. Migra. Ah, 41.000 dürfte reichen. Jetzt macht er wieder Mega-Gravitation, das ist nicht so wild. Dann werden wir nämlich jetzt das mal probieren, ob das so funktioniert. Oder X-Potion? X-Potion, ne? Ultra-Dings? Nee, Vital. Verdammt. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Allesbrecher. Wo ist es denn jetzt? Beten, klauen, anpeilen. Das ist es alles nicht. Wo ist es denn? Abgeben. Hier. Aber dann kriegt nämlich Rico die. Und wir können halt bloß hoffen. Dass uns jetzt nicht großartig irgendwas passiert hier. Explosion, vor allem halt der volle Gruppe, ja genau. Geht so nicht anders gerade, muss ich so machen. Ui. Ja, Anima ist schon ein spezieller Gegner, da muss halt die... echt auf dem Höchststand halten hier. So. Rapidschlag nochmal. Krass, was das abzieht hier. Mega Potion. Wir probieren es einfach mal. Ich kann es nur probieren. Endelixier. Ja gut, das ist auch nicht schlecht. Aber das war's auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie eine Ultra Potion gehen. Ich habe davon zwar auch schon gehört, aber... Ich bin eh momentan hier mehr mit einem anderen beschäftigt, als mit dem Angreifen. Gut, es würde natürlich wieder schneller gehen, wenn wir die entsprechenden... Beschwörungen beschwören würden. Also die beste. Die wir natürlich brauchen. Schutzengel. Ich weiß gar nicht, ob das Ding irgendwie gegen... Das Ding gegen... Zauber ineffektiv ist. Bitte benutzen. HP-Pille, wo ist er? Da. Oh. Spezial. 3 Stunden, 2 Stunden. HP, Wundermittel, MP. Ja, mal probieren. Ja, viel bringt's nichts. Okay. Vor allem so viel Heilweiß habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr, oder? Guck mal. Ja, 55 geht noch für die letzte Bestia. Vorletzte ist es ja eigentlich. Kann man das schon mal probieren. Alles klar, immun. Natürlich nicht so geil. Wir probieren es mal aus. Mal gucken, wie viel Blitzball Gott überhaupt abzieht hier.
wirklich nicht für ab. Aber der letzte Schuss hier sitzt immer. Nicht klauen, Mensch. Meine Güte. So, wir werden jetzt hier aber trotzdem mal auf Abgeben gehen. Wir versuchen, das rauszufinden, was das ist, was uns so, sag ich mal, extrem hochheilen soll. So, wir gehen jetzt hier nochmal auf Shiva. Denn er hat nämlich gleich sein Chaos-D wieder voll. Und zwar genau jetzt. Ich glaube, ich werde jetzt auch eine besser nach der anderen beschweren. Denn ich weiß wirklich gerade nicht, wie viel ich dem jetzt schon abgezogen habe. Wahrscheinlich gerade mal 1 Million und der hat ja noch 7. Das ist nicht gerade wenig. Da war's Glück, schaffst es Jojimbo vielleicht noch wieder. Drei eigentlich noch einen Schutzring? Ja, haben sie noch. Gut. Ja, man muss ja mal gucken. Nicht, wenn die irgendwie auf immer schon wieder durch irgendwas unterbrochen wurden. Wäre natürlich doof. So, Beschwörung. Machen wir mal. Ja, machen wir mal das Magus Trio. Der Anima wird, glaube ich, ein. Ja, was jetzt ein Weilchen brauchen, aber wenn ich jetzt die Ultimate-Fähigkeit einsetze, sind sie eh alle drei weg. Freihand. Ja, Schutzengel ist schon gut. Wenn er jetzt Schmerz einsetzt? Nein. Okay. Hadesprühe. Ui. Okay. Uneffektiv. Langweilen. Nee, vereint euch. Jetzt, sofort. So viel Schaden macht's aber auch nicht. Okay, Ena ist auf jeden Fall rund. Die Lückenschutzengel. Hat aber auch ein Glück. Refleck, okay, aber es bringt nicht so viel. Der setzt ja keinen Zauber gerade ein. Das sind ja bloß die Standardattacken. Ja. Immun. Da kannst du mit Zaubern machen, was du willst. Das hilft nicht. Wieder ein Schutzengel. Na gut. Schmerzklinge. Mal was anderes. Schön. Oh, das macht wenigstens Schaden. Hand Eska bringt's nicht. Vielleicht sollte ich bloß mit ganz normalen Attacken eingreifen.
wieder auf den Riegel. Anima scheint ein bisschen dämlich zu sein, was das angeht. Bitte kämpfen. Wir kämpfen hier auf Lowlife. Wer ist denn jetzt? Der Dicky wieder? Ja. Wieder Schutzengel. Oh, diesmal auf die Kleine. Gut, wenn das was bringt, mir soll es egal sein. Na gut, das wird nicht viel helfen. Die Kleine wird vielleicht überleben, aber das war's dann auch schon. Ich finde das gut. Bitte weiter. Ein Angriff? Ja, ist okay. Das war's aber jetzt auch. Gut. Sollten wir vielleicht auch mal mit Jojimbo probieren. Aber erstmal normal angreifen. Yuna. Natürlich Yuna, die ist ja als letztes dran. Da kannst du auch ganz gemütlich angreifen, so. So, beschweren, Jojimbo. Bitte lass es diesmal Zanmato sein. Also so viel Glück bei Bahamut hatte ich echt nicht. Mit 4 Millionen bei dem, was der hat und dazu den Schadensausput. War schon recht gut. So. 400.000. Nein. Ich glaube, wir werden es sehr schwer haben. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Puh. Zwei Stunden war das noch, ja. Können einfach bloß weiter mit Rapidschlag reinballern. Gut, ich könnte natürlich auch Oren nehmen. Anstatt Yuna gerade mal. Der hat immer noch eine Ult-Fähigkeit, aber die will ich jetzt auch nicht unbedingt einsetzen. Zwei Stirn. Da. Ah, der hat doch plus 29.000, verdammt. Was war's denn? HP-Pille? Da. Dann machen wir gleich noch am besten Schutzengel auf ihn. Ja, das war gut überlegt. Da muss ich aber jetzt wieder alles neu machen. HP-Pille. So. Weißmagie, Vigra.
Erstmal die Vigra. Magie Vigra. Und Weißmagie, nicht Vigra. Schutzengel. Schon wieder Schmerz, will er mich verarschen? Jetzt auf den anderen. Ich geh kaputt hier. Spezial benutzen. Da ist er. Wie viel Typen die überhaupt heilen mit Vigra? Jetzt bin ich mal... Ja, nicht so viel. Es war schon nicht schlecht, was die heilt, aber... Ich glaube, Yuna und Gerudo könnten noch mehr heilen. Nutzen, Heilwasser. Nutzen, Heilwasser. Gut, gehen wir nochmal auf Yuna. Shit, ich habe jetzt schon zwei. Egal. Wir müssen eh Chaos D jetzt machen. Das ist voll komisch, Anima gegen Anima. Ich finde die schwarze einige Mal sieht nicht schlecht aus, aber unsere gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Kriegt der Schaden? Nicht gerade viel. Ach du Kack, gerade mal 100.000. Ja. Mist. Ei, wie soll ich denn das machen? Das Ding hat 8 Millionen. Wie will ich dann bitteschön gegen den Richter ankommen? Da kann ich ja bloß mit Jojimbo reinholzen, wenn ich Glück hab. Immer erstmal bloß hier Rapidschlag. Anders bleibt mir eh gerade nicht übrig. Ich mache immer bloß 50.000 pro Hit ungefähr, eine knappe 60. Weißmagie-Item. Weihwasser, wo ist es da? Oh, ganz genau 55.000 abgezogen. Wo ich mich halbwegs sicher fühlen kann, dass ich sie besiegt habe, schon fast, ist, wenn sie die Blätter so ein bisschen hängen lässt, links und rechts von sich da. Aber ansonsten sehe ich da gerade echt schwarz noch für mich. Und kann halt nur hoffen. Nutzen. Machen wir nochmal Heilwasser. Oh, sind wir wenigstens auf jeden Fall voll jetzt erstmal. Problem ist... Ah, doch nicht. Okay. Heilwasser. Nee, nicht Heilwasser, Weihwasser. So. Ja,
Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, vorspulen, aber ich glaube, das dauert ja noch eine ganze Weile. Am besten. Ja, jetzt, wenn ich einen Cut mache oder irgendwas. Und hoffe, dass es hier so weitergeht. Gut, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal hier aufhören. Ich werde gucken, falls ich besiegt werde, dass ich mir irgendwie Jojimbo dazu bekomme, Zanmato einzusetzen. Aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall so lange noch weitermachen, bis... Oh, shit. Chelsea. Ja, werde ich jetzt so weit noch hier machen, bis ich hinüber bin. Ach komm, lass mal Chaos Demon mal uns aufwirken. Gucken, ob wir das überleben. Theoretisch ja, so viel Schaden macht er ja nicht. Ja gut, an den Bestien nicht so viel Schaden. An uns könnte es wieder anders aussehen. Oh Gott, was? Benutzen. Ich tue jetzt einfach mal drei Gestimmen benutzen. Oh. Okay, das war doof. Shit. Machen wir es denn? Das war's nicht. Ah, benutzen. Meine Güte. HP, 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 Pille. MP. Das. Ich mach einfach mal ein Fan-Ex hier, das wird nicht viel bringen, aber egal. Na, ich bin Rupp. Gut, dann, wie gesagt, mache ich jetzt hier einfach mal einen Cut und ich werde die letzten Versuche starten, das mit Jojimbo mal zu machen. Bis gleich! Ja, liebe Freunde, und damit ist Anima, die schwarze Bestie, auch Geschichte. Es hat doch nicht so lange gedauert, wie ich es angenommen hatte, dass ich hier Zanmato brauche. Ich habe jetzt so zwei Anläufe bloß gebraucht. Das erste Mal habe ich 200.000 bezahlt und jetzt waren es halt 300.000. Also, ja, es ging doch schon recht flott, kann man sagen. Ich habe hier ernsthaft damit gerechnet, dass ich 10 Anläufe oder so brauche, damit Zanmato endlich mal triggert. Aber gut, also mir soll es nur recht sein. Gut, dann schauen wir uns halt in der nächsten Folge mal den Richter an. Da werde ich das aber so machen, den werde ich nicht einfach so besiegen. Da werde ich versuchen, auf jeden Fall Jojimbo zu triggern mit seinem Zanmato. Und hoffen, dass der daran verreckt. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.